Befehlerprotokoll. Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für dich, aber du kriegst es erst, wenn du nach Hause kommst, weil deine Firma so blöde Regeln hat. Weißt du was? Ich bin mit Leder getrabt. Das war toll. Was noch? Ach ja, Ren hat in einen deiner Cowboy-Stiefel gepinkelt. Tut mir leid. Ich vermisse dich. Sag Mr. Yu, dass er Kindern erlauben soll, ins Weltall zu kommen. Tja, ich glaube, das war's erstmal. Ich lieb dich. Thank you.
Elias... Alrik! Alrik ist in der Dunkelheit hinter der Turmtür verschwunden. Das Einzige, was ihr noch von ihm seht, ist seine Blutspur. Aber die Steinplatten scheinen das Blut irgendwie aufzusaugen. Und die Ritzen schimmern rot. Meine Fresse, Abigail. Sei nicht so ein Feigling. Entweder gehen wir durch die Tür... Vergiss es. Es hat gerade unseren Krieger gefressen. Wenn du es nicht mit dem ganzen Schwarm Rattenmenschen aufnehmen kannst, oh zauberloses Wunder, haben wir keine Wahl. Elias, ich meine, Alrik? Hauptmann Alrik. Kann ich antworten? Natürlich nicht. Ihr hört nichts aus der Dunkelheit. Sie hat Alrik vollständig verschluckt. Okay. Ich entzünde eine Fackel und... Hey Leute, tut mir leid, bin spät dran. Das Betriebssystem der Station wurde aktualisiert. Ich musste Bellamy die ganze Zeit die Hand halten. Abby, hast du meinen Charakterbogen? Du hast es geschafft. Ja, hier. Fehler. Charakteranpassung benötigt. Klebezettel gefunden. Unter dem Tisch. Mit deinem Passwort. Warte, du warst unter meinem Schreibtisch? Weißt du, du musst gut auf dein Passwort aufpassen, okay? Ich pass auf dich auf, weil ich dich liebe. Du liebst mich? Ich liebe dich genug, um unter deinen Tisch zu krabbeln. Ich habe auch absolut nicht nach dem Stift gesucht, der mir runtergefallen ist. Schmeichlerin. Thank you.
Thank you.